Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS22 hier aus der Gemeinde Rade. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Gefickt, du blöde Grille. So. Ich habe jetzt gestern noch das Feld zu Ende gedroschen und habe das alles eingelagert und habe auch schon mal die Saatkombination an den John Deere gehängt, weil wir müssen ja, oder nicht wir müssen, wir wollen ja Raps sehen. Und mal gucken. Ich habe Saatgut habe ich schon drin. In der Kentaya. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, ob ich das eingestellt habe. Ich weiß nämlich gar nicht, ob ich tatsächlich schon umgestellt habe auf Raps. Das sollten wir vielleicht noch mal gucken. Moment. Das hier muss weg. Brauche ich nicht. Das hier ziehen wir uns ein Stückchen hier hoch. Semi. Fahrgassenabstand 15 Meter. Genau. Ich muss jetzt mal wieder überlegen. 15 Meter. Wir haben eine. Ja. Dann will ich Raps pflanzen. GPS ist in diesem Fahrzeug nicht aktiv. Ja, das ist korrekt. Wir lassen es mal ganz kurz auf manuell und schalten gleich erst um. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir auch. Dann. Passt. Passt auch. Passt auch. So. Oh, bei Quatsch. Brauchen wir gar nicht. Wir fahren ja gar nicht über die Straße. Aber wollen wir mal gucken. Also wir gehen schon ein bisschen in die Knie. Hätten wir den T-Packer vorne nicht dran mit den 1,5 Tonnen, hätten wir echt ein Problem, was die Saatmaschine angeht. Aber Löpp bei uns, ne? So. Ich finde das auch eine gute Kombination, ne? Der T-Packer sorgt da vorne für, dass wir noch ein bisschen gleichmäßigere Verteilung der Druckpunkte auf dem Acker haben. Ich bin falsch gefahren, oder? Ja. Ich bin echt falsch gefahren. Wow. Und das in Verbindung mit der Drille hinten sollte eigentlich gut gehen auf dem Acker. Was ist eigentlich hier drin? Achso, hier ist. Ach, okay, hier ist nochmal eine. Okay. Eine Garage. Komme ich da durch? Ja, müsste eigentlich klappen, ne? Ja, wobei. Nee. Nee, machen wir nicht. Die Kurve sieht mir zu eng aus. Das, das lassen wir mal lieber. Achso, ich kann ja hier. Warte mal, geht das? Warte mal, so. Ja. Ah, herrlich. So, ist das nicht ganz so weiter Weg, den ich mich umdrehe? Ich fahre mal rückwärts ins Fahrsilo. Der ist schon komfortabel, ne? Mit dem Stuhl drehen. Ich sag ja, das ist auch hier ein Sau. Komm ich da durch? Nee. Saugeiler Schlepper, der 7920, ne? Was ich aber für euch, also, oder was ich euch noch sagen wollte, ist, wir hatten ja die Krone Emstern-Anhänger. Die sind auf dem Acker ziemlich stark gerutscht. Also, ich weiß nicht warum. Aber ihr habt selber vielleicht gestern in der Folge so ein bisschen gesehen. Das entspricht, wenn ihr das von mir kennt, das entspricht nicht so ganz meinem Empfinden. Und dementsprechend bin ich jetzt gestern nochmal beigegangen und habe die Emsland-Anhänger verkauft nach der Ernte und habe mir zwei Velga-Anhänger gekauft. Die sind von Bremi, das heißt, das sind überarbeitete Velga, das sind nicht die Standard-Velga.
Und ich hoffe, dass das jetzt mit denen ein bisschen besser funktioniert. Außerdem, sie haben ein bisschen weniger Ladevolumen. Da passt jetzt nur 8 Kubik rein anstatt 13 wie vorher. Aber ich glaube, die machen schon was aus, was her. Sollte das aus irgendeinem Grunde auch nicht funktionieren, weil die vielleicht auch irgendwie rutschen, muss ich mal gucken, das liegt bestimmt an irgendeinem Mod. Ne, mein Mod-Ordner ist ja auch nicht mehr gerade der jüngste, ne? Beziehungsweise habe ich den noch nie wirklich richtig ausgemistet. Ich müsste da nochmal durchgucken, ob da irgendwas ist, was man gar nicht mehr braucht. Irgendwas Altes und das vielleicht mal rausschmeißen. Ne, also. Es tut den Emslern jetzt keinen Abbruch, ne? Das kann auch sein, dass das wirklich bei mir am Mod-Ordner liegt und nicht an den Emslern an sich. Ne, bevor ihr jetzt schreibt, ja, bei mir ist es nicht so. Braucht ihr nicht. Alles gut. So. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf dem Weg zum richtigen Acker. So, wunderschön. So, wie mache ich das jetzt am geschicktesten? Wir haben... Muss mal ganz kurz gucken. Der Acker ist hier relativ... Nee, hier. Hier, wir fahren hier hin, fangen hier an. Alle Radiator zugeschaltet? Ja. Ich will nicht mit so viel Schlupf hier beim Acker fahren. Nicht, dass der hier irgendwie mit der vollen Saatmaschine oder sowas noch irgendwie ins Rutschen kommt. So, wir haben eine Kreiselecke dran. Das heißt, das Ganze funktioniert in der Direktsaat ohne Probleme. Oder sollte zumindest ohne Probleme funktionieren. Werden wir gleich testen. Machen wir das hier mal an. Wir brauchen das an. Genau. Dann... fahre ich mal hier hin, wo die erste Bahn sein soll. Vorgewende fahren wir ja hinterher, kennt das Spielchen, ja? So, hier. So. Dann ist es... Nein, der? 3 Meter, das passt. Kein Versatz, das ist aus. Angeländewinkel ist auch aus. Das ist aus, das ist aus. Vorgewendemodus an. Oder? Nee, lasse ich aus, weil ich drill eher ein bisschen weiter. Nee, das passt. Okay. So. Mal gucken, dass wir das jetzt auch wieder richtig hinkriegen hier. Das läuft nicht ganz. Nee, 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 das gefällt mir noch nicht. Läuft nicht hundertprozentig gerade an der Kante. So, auch nicht. Nee. Was ist denn heute los hier? Müsste das so sein? GPS einstellen, ne? Muss ich mir auf jeden Fall hinterher speichern. So. Nun passt es. So lassen wir es. Hoffe ich zumindest, dass das so jetzt passt. Sind ein bisschen.
Der wird trotzdem auf dem Grün streiten, ne? Verdammt. Das passt jetzt. Ich lasse das jetzt so, wie es ist. So. Automatikmodus. Wir sind in der ersten Spur. Wir brauchen 15 Meter Saatabstand. GPS ist an. Dann. Läuft. Fahren wir die erste Bahn und gucken mal. Moment, warum? Wieso sieht der nichts aus? Abgeerntet. Vorher war hier Hafer drauf. Wieso drillt der die nicht rein? Hä, die kann doch direkt... Oh nee, muss ich jetzt... Muss ich jetzt ernsthaft das Feld noch vorbereiten? Schickkram. Feld 6. 3 Meter. So, da mache ich jetzt nicht Saat oder sowas. Da schreibe ich jetzt einfach nur Feld 6, 3 Meter. So. Weil... Wir haben ja auch noch andere Maschinen mit 3 Meter. So. Warum auch immer? Die ist doch... Moment. Bevor ich jetzt irgendwas Falsches erzähle, aber das ist doch eine... Nee, die ist... Ich dachte immer, die kann direkt sehen. Das ist eine Direktsaat. Aber wieso ist das denn? Na gut, okay. Ihr werdet wahrscheinlich schon wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Da musst du doch wissen, Kerl. Dass das keine Direktsaat ist. Wie kannst du nur? Nee, das muss ich tatsächlich nicht. Aber ist nicht schlimm. Wir fahren jetzt zum Hof zurück. Koppeln die ganze Kombination ab. Nehmen uns den, in dem Falle reicht ja der Grubber. Ja, ziehen wir mit dem Grubber einmal durch. Und fahren dann mit der Saatmaschine rauf. Dann ist das halt einen Tag später. Das ist ja jetzt, ne? Ist ja jetzt nicht unbedingt so schlimm. Also doch, es ist schlimm, weil dieser Arbeitsschritt uns Zeit kostet. Zeit, die wir eigentlich nicht haben. Aber ihr seht das, es wird schon langsam ein bisschen dunkel. Und das macht es nicht unbedingt leichter. Ich meine, wir können ja bis um Mitternacht... Ne, wir haben es jetzt 20 vor 7, wir können ja bis um Mitternacht können wir ja durchaus... Ackern, das ist ja nicht das Problem. Das ist immer noch für den Tag gilt. So, regnen soll's. Ich stell die trotzdem unter. Und den T-Packer muss ich dann auch wieder tauschen durchs Frontgewicht. Oder? Eigentlich kann ich den noch dran lassen.
Eieiei, weißt du? So ein Hin und Her hier, ne? So. Steht da drüben. Mit der Scheibenegge wäre das Ganze ein bisschen schneller, was die, Arbeits... Oh Gott. Arbeitsfläche angeht. Ne, weil 6 Meter. Aber wir haben den Grubber nun mal da und dann können wir den jetzt für solche flachen Arbeiten mal benutzen. Wir müssen ja das nur aufreißen und die Kreiselecke erledigt eigentlich den Rest. Die dürfte das eigentlich genug verteilen. Zumindest so mein Gedanke, ne? Doppelwalze hinten, ne? Passt. Gut. Da würde ich sagen, auf ein neues, ne? Mag diese Hofaufteilung hier, ne? Also... Ja, ich habe sie mir selber so gebaut. Ich mag diese Hofaufteilung, klingt auch dumm, wenn man das so sagt, ne? Aber ich mag das einfach. Auch das von hier hinten, dass man hier hinten reinfährt und hier noch so einen kleinen Unterstand da draußen hat, etc. Ich mag das. Gefällt mir. War ein guter Einfall meinerseits. Sage ich jetzt einfach mal so raus. Wobei ich schon am Überlegen bin, tatsächlich, kurzer kleiner Real Talk, den kompletten Hof. Also wirklich alles komplett neu zu machen. Sprich, im Editor einmal den Hof komplett runterzuruppen, das was geht. Die Deko und alles, ne, was geht. Und dann den Hof komplett neu zu gestalten. Bin ich noch am Überlegen. Weil 100% zufrieden bin ich nicht. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die ich nicht weggemacht habe, weil ich der Meinung bin... Muss nicht. Also, wenn das schon alles schön dekoriert ist und gut aussieht, dann muss das nicht unbedingt entfernt werden, dass man hinterher vielleicht noch Deko stehen hat oder sowas, ne? Ihr kennt das Spiel. Und deswegen habe ich mich bei einigen Punkten dagegen entschieden, das zu entfernen. So. Jetzt sollte es aber klappen. Können wir gleich mal hier die erste Bahn nehmen. Müsste ja eigentlich sich das GPS hier schnappen. Und dann sagen wir mal Feuer, ne, würde ich sagen. Probieren wir das Ganze mal um. Gut, liebe Lüd, ich würde aber sagen, für euch soll es das für heute schon wieder gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, einen Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, fleißig kommentieren.